Normalerweise geht es von den Spielanteilen in Ordnung. Unsere Jungs haben wirklich diesmal alle gegeben, aber es sollte nicht so sein. Und nachher wurde dann vielleicht doch ein bisschen hoch durch die, also nach dem 3-0, was für mich ein Abseitstor war, ist aber nicht so schlimm, haben die Jungs dann auch die Köpfe hängen lassen. Und dann haben wir eigentlich in der zweiten Halbzeit, habe ich ein bisschen umgestellt und haben auch besser gespielt, besser gestanden, haben uns so Chancen rausgespielt, aber halt kein Tor gemacht und der Gegner durfte noch zweimal. Ich denke, dass die Jungs im Moment spielerisch sehr, sehr ordentlich sind. Die haben natürlich die Relegationsspiele im Kopf, die wissen aber auch, dass sie halt viel machen müssen dafür noch und dass sie die Spannung halten müssen und denke, dass sie das so sehr ordentlich runtergespielt haben. Über die Saison hinweg hat er, das weiß die ganze Liga, hat er sich immer hervorragend durchgesetzt, hat Zweikampfstärke, Schussstärke, Technik gut, Übersicht gut. Er hat ja nicht nur viele Tore geschossen, sondern er hat ja auch viele Tore vorbereitet und das ist genauso wichtig. Na, bei uns spielt auch eine relativ große Rolle. Wir haben ja auch ein, zwei Kinder dabei, die in diesen Migrationen drin sind. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist für Berliner Fußball, die Jungs immer wieder mit zu integrieren, weil ich denke, dass da schon das ein oder andere Talent mit drin ist.